Mai 2010 im Golf von Aden vor dem Horn von Afrika. Mutmaßliche Piraten aus Somalia kapern den Tanker Marida Margrit und halten das Schiff einer deutschen Reederei und seine 22 Besatzungsmitglieder monatelang in ihrer Gewalt. Währenddessen sollen sich dramatische Szenen an Bord abgespielt haben. Nach Angaben der Ermittler sollen Geiseln auch gefoltert und gequält worden sein. Mehrfach seien Scheinhinrichtungen durchgeführt worden. Die Marida Margrit wurde erst freigegeben, nachdem ein Lösegeld in Höhe von mehreren Millionen Dollar über dem Schiff abgeworfen worden war. Ortswechsel. Das Landgericht von Osnabrück. Am Dienstag hat hier der Prozess gegen einen der Hauptverdächtigen dieser Geiselnahme begonnen. Die Anklage wirft dem mutmaßlichen Piraten Salax M. Angriff auf den Seeverkehr, Menschenraub, Erpressung und gefährliche Körperverletzung vor. Darauf steht eine Freiheitsstrafe von mindestens 5 und maximal 15 Jahren. Wie der Angeklagte nun den Ermittlern ins Netz gegangen ist, erklärt der Sprecher des Landgerichts Holger Jensen. Der Angeklagte hat im April letzten Jahres in Deutschland Asyl beantragt. Und als man dann seinen Antrag überprüft hat, hat man festgestellt, dass seine Fingerabdrücke gespeichert sind. Es sind nämlich an Bord des Schiffes seine Fingerabdrücke gefunden worden, auch an Unterlagen, die man auf dem Schiff gefunden hat. Und die waren identisch mit denen des Angeklagten, worauf man ihn dann im Mai letzten Jahres in Untersuchungshaft genommen hat. Das Landgericht Osnabrück hat zunächst 15 Verhandlungstermine anberaumt. Bisher sind 18 Zeugen geladen. Ein alltäglicher Prozess ist das hier nicht. Es ist schon ein sehr ungewöhnliches Verfahren. Es ist bundesweit erst das zweite Verfahren, was sich gegen einen sogenannten Piraten richtet. Hintergrund dafür, dass wir in Osnabrück verhandeln, ist, dass die geschädigte Reederei, die das Lösegeld gezahlt hat, im Emsland sitzt. Und das gehört zum Bezirk des Landgerichts Osnabrück. Es ist eher schwierig in Deutschland den Piraten den Prozess zu machen, weil sie erstmal hier einen Gerichtsstand brauchen. Vorliegend geht das halt aufgrund des Sitzes der Reederei in unserem Bezirk. Der Urteilsspruch soll Anfang April fallen. Ob der Zeitplan allerdings eingehalten werden kann, ist derzeit ungewiss. Viele der als Zeugen geladenen Besatzungsmitglieder halten sich in unterschiedlichen Teilen der Welt auf. Ein weiterer Redelsführer der Entführer wurde in den USA bereits zu einer mehrfach lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt.